Oder doch nur erst Ebene 4. Das Rätsel des Stahls. Mehr Vaporum. State of Play. Ist von Lucy Page. Ich habe die Spielregeln geändert. Denke ich mal, dass man das so übersetzen kann. Oder ich habe meine Strategie geändert. Ich gebe vor, Lovers Anweisungen ohne Fragen zu folgen, um näher an ihre letzten Experimente zu kommen. Um Beweise für diese Verrücktheit zu sammeln. So im, da ist im Grundlegenden benehme ich mich genauso wie dieser schleimige Quoll. Dieses Püppchen, übersetze ich jetzt mal. Und es funktioniert. Sie denkt, ich bin endlich zur Vernunft gekommen. Sie ist so dumm, wie ich zuerst gedacht habe. Trotzdem, ich nehme ein großes Risiko im Kauf. Aber ich kann nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie dieses Böse die Welt verbrennt. Wenn sie herausfindet, dass ich sie bespitzel, wird es mein letzter Tag auf Erden sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, sie ist schon so weit gegangen. Lucy Page, Substance Field Assistant. Shortly after the Island Wars ended, seismologists traced a huge earthquake on the high seas of Mount Evaporum, 450 miles south of Capitol Island. The capital suffered one of the worst tsunami hits ever recorded. At first we feared the rebels, or rather some isolated unit, was still operational, trying to launch something big at us, not knowing the war was already over. Investigation of the area proved intriguing. It was not the rebels, it was a meteor sitting on the seabed. It had to have been there for centuries, lying in silence without anyone noticing. But then somehow it must have cracked open, releasing huge amounts of energy into the sea. We found the meteor core leaking into the water, causing it to boil and bubble, exuding steam from the surface. That began to explain the ever-present vapors in the area, a mystery we had previously had no answer to. But it was not the heat that caused this, it was... I will never forget the sight. Also ja, im Großen und Ganzen scheint es... Obviously, I did forget it somehow. Ja, die Ironie. Regular Maze, wenn ich den anlege, wird er schwächer sein, weil es eben ein Maze ist. Ja. Ich nehme trotzdem mal mit als Wurfwerkzeug. Oder um eine Platte zu beschweren, dass ich nicht meine Ziegelsteine opfern muss. Also im Großen und Ganzen schien es vorher einen Krieg gegeben zu haben. Ein Inselkrieg, wie er ihn beschrieben hat. Und ja, nach diesem Inselkrieg gab es eine riesige Explosion im Meer. Sie dachten, es wären irgendwelche Rebellen, die nicht mitgekriegt haben, dass der Krieg vorbei ist. Aber so wie es aussieht, war es ein Meteorit und dadurch haben sie den Fumiumkern gefunden. Bist du eine neue Version von Druckplatte oder bist du die Tür? Hm. Ah, ich kann hier auf die schießen. Das ist praktisch. Okay. Das Ding lasert. Ja, es lasert böse. Au. Okay. Vor dem Ding in Acht nehmen.
Vor allem, weil sein Laser ziemlich böse zu sein scheint. Ja. Das war aber nicht das einzige Ding, was ich hier drin gehört habe. Dich kann ich nicht verschieben, dich kann ich auch nicht verschieben. Dich kann ich auch nicht verschieben. Hm. Warte, mache ich da. Ach, Herr Jemine. Okay. Mhm. Au. Okay, einen haben wir ausgeschalten. Hör auf, dich so schnell zu drehen. Puh. Laserviecher, hey. Ist ja furchtbar schlimm, ey. So, du bist schnell gestorben, hattest aber keine Munition für uns dabei. Das ist schade. Okay, zwei von diesen Laserviechern können wirklich furchtbar sein. Wow. Ja. Du kannst auch recht nervig sein. Kenne ich. Eine Gearbox. Lass mich raten, wenn ich das Ding rausnehme, geht das hier zu? I should probably hold on to this. Ja. Last or two, also nee, ich kann da nicht einfach das Ding rausnehmen. Ich sehe die Druckplatte. Ja. Mhm. Sind zwei von der Sorte. Au. So. Ja, quit. Das ist schön. 50% höhere Trefferwahrscheinlichkeit macht einiges aus. Ich treffe ja fast immer jetzt. Ich kann nichts sagen sollen. So. Munition ist gut. Mehr Munition ist besser. Ich hätte vier Dinger, um nachzufüllen.
Sollte ich allerdings für Notfälle aufheben. So. Damit habe ich da mir den Rückweg wieder aufgemacht. Sieht richtig cool aus hier gerade wieder alles. Mache ich damit jetzt die Tür auf oder die Luke zu? Ah, einen tollen Rätsel. Das kann ich mir sicherlich irgendwie verbauen, also sollte ich vorsichtig sein. Oh, und ich sollte gucken. Hier gibt es wieder 3 Secrets auf diesem Level. Wir haben noch 50 Notes zu finden. Okay, das kann noch eine ganze Weile dann so weitergehen. I need a key. Da brauche ich denn was die Key für? Dogplatte, ja, danke. Ich will mich drehen. Dass ich sehe, was mich da angreift. Ach nur du. Also nichts besonders Bösartiges. Nö. Ne. Ah. Die kann ich nur drücken, aber da ist schon die Wand im Weg. Und ich habe auch kein Teleportationsgadget oder so. Nö. Das heißt, ich muss in den sauren Apfel beißen. Jetzt habe ich gerade das falsche Gadget drin. Komm, stirb du vor mir. So, jetzt musst doch du weg. Na, ganz ehrlich, jetzt hau ich mir mal so einen rein. So. Gut. Und das waren die bösen Gegner hier drin. Ein Repair Pack. Au, wer hat denn die alle einge... Ich sehe nichts mehr. Das ist nicht gut. Ich sehe absolut nichts mehr. Ich sterbe. Okay. Ach toll, jetzt darf ich das wieder machen. Ja. Oh, das ist nicht so schön. Das ist echt nicht so schön. Okay.
Ja. So. Gut, ich habe gesagt, ich werfe ein Energiepack ein. Au. Ich hasse diese Stromscheiße. Gut, danke schön dafür. Das Problem ist, dass hier ist ein übelster Kampfraum und ich habe nicht mal einen Ausgang. Mir steht hier nur ein Repair Pack zur Verfügung. Wenn ich das hier jetzt aktiviere, genau, bleibt euch da stehen. Ich muss den da ausmanövrieren. Ohne dabei in der Ecke gedrängt zu werden. So. Jetzt ist nur noch El Bosco übrig. Au. Genau, den kann ich ein bisschen taunten, nachdem ich weiß, wie er einigermaßen funktioniert. Na komm. Au. Jetzt hat er mich getauntet. Au. Das war jetzt... Au. Nicht so nett von dir. Genau. Au. Weißt du was? Ich gehe auf Nummer sicher. Bevor das noch mehr wehtut. Oh, nö. Au. Es ist zum Glück nur der eine. Scheinbar der lasert. Au. Holy shit, ey. Ein Fumium Capacitor, noch ein Fumium Capacitor, ein Brick, um einen den Schädel einzuschlagen. Great Roach.
einige dieser witzig süßen kleinen Kakerlaken können zu der Größe eines Stiers anwachsen oder eines Bullen. Wir wissen immer noch nicht, warum das nur zu einem geringen Prozentsatz an einem geringen Anteil der Population geschieht. Während sie langsamer und nicht ganz so schnell sind wie ihre Gegenstücke, neigen sie dazu, eine starke Schicht aus Chitinrüstung zu entwickeln, an der Front und an den Seiten. Überzogen mit stacheldrahtähnlichen Strukturen, welche einfach einen Menschen Schaden zufügen können, indem sie einen berühren. Es scheint auch so, als ob diese Giganten sich sehr schnell regenerieren, wenn sie angegriffen werden. Trotzdem allem beiseite und ihrem robusten Körper sind sie sehr anfällig von hinten. Okay. Au. Das ist nicht so schön. Ach so, bist du so ein gewaltiges Viech?